Hi ihr Lieben, heute geht's zur Hochzeit, aber starten wir doch einfach von ganz von vorn. Am nächsten Morgen wurden wir im Hotel abgeholt, um zum Navera Resort zu fahren, wo die Hochzeit stattfindet. Am Resort angekommen, haben wir uns erst ein bisschen umgesehen, da die Braut noch nicht eingetroffen ist. Es ist alles riesig und schön. Hergerichtet dafür war aber noch gar nichts. Unvorstellbar für deutsche Verhältnisse. Als dann Somi, unsere Braut, eingetroffen ist, gab es dann auch schon das erste Ritual. Eine Schale mit Essen und Räucherstäbchen wird vor dem Resort aufgestellt. Dadurch soll alles Böses ausgesperrt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Übrigens zieht sich die Braut mehrmals um und sieht meiner Meinung nach immer aus wie aus einem Märchen oder aus einem Bollywood-Film. Hier auch mal von hinten. Eine indische Hochzeit ist mit vielen Ritualen verbunden. Leider kann ich euch gar nicht alles erklären, aber einen Eindruck könnt ihr hier auf jeden Fall gewinnen. Ein Ritual ist das Mehendi, also das Bemalen der Hände der weiblichen Gäste und die Hände und Beine der Braut mit Henna. Die Bemalung soll der Braut Glück bringen. Die Zeichnungen halten mehrere Wochen. Am nächsten Morgen wurde dann dekoriert. In der Zwischenzeit gab es für die weiblichen Gäste und die Braut Bengels, also Armreife. Natürlich werden auch diese erst gesegnet.
Zwischenzeitlich gab es Essen. Dann kam die Reinigungszeremonie an die Reihe. Braut und Bräutigam werden mit Ghee und Kurkuma eingerieben. Dieses Ritual soll die Liebe nach der Trauung wachsen lassen. Abends wurden dann die Ringe angesteckt. Nach einem langen Fotoshooting gab es noch ein Abendbuffet. Am nächsten Morgen ging es weiter mit den Zeremonien. Dafür haben sie über Nacht einen Tempel aufgebaut. Und dann war die Hochzeit nach gut 2,5 Tagen zu Ende. Dort gab es weder Fleisch noch Alkohol. Braut und Bräutigam müssen jetzt da auch noch ein paar Tage ohne Fleisch durch, also alles vegetarisch, und kommen danach, weil wir machen jetzt eine Rundreise. Und was wir da alles erleben, seht ihr im nächsten Video. Bis nächste Woche. Tschüss.